Nein, liebe Leute, ich bin nicht in Tschernobyl und habe das Riesengänseblümchen gefunden, sondern es handelt sich hier um das einjährige Berufkraut oder auch Feinstrahl genannt. Ein Korbblütler aus der Gattung der Berufkräuter. Warum Feinstrahl? Schaut euch einmal diese sehr, sehr feinen, feinstrahligen Blütenblättchen an. Viel feiner noch wie beim Gänseblümchen. Und woher kommt der Name Berufkraut? Man hat es eingesetzt in der Mythologie. Man hat es getrocknet und in Kinderwiegen gelegt. Und das hat geschützt vor bösen Geistern, vor Hexen, vor schlimmen Berufungen. Daher der Name Berufkraut. Viele sagen Berufskraut. Das ist falsch. Berufkraut wird es genannt. Oder eben auch Feinstrahl. Erigeron annus, lateinisch. Und wir haben es hier mit einer invasiven Pflanze zu tun. Was bedeutet das eigentlich? Invasive Pflanze heißt, sie breitet sich sehr stark aus. Sie wurde eingeschleppt und sie wuchert alles zu. Ja? Sie wuchert in die Höhe, sie wirft Schatten und somit macht sie es anderen Kräutern schwer zu wachsen. Ja? Um ein paar invasive Pflanzen zu nennen, die kanadische Goldrute, der japanische Staudenknöterich und eben auch der einjährige Feinstrahl. Man kann diesen Kollegen essen, er ist nicht giftig, aber er ist nicht unbedingt bekömmlich. Die Blüten eignen sich zum über den Salat streuen fürs Auge und auch die jungen Blätter können wir hernehmen als Salatbeilage. Aber er ist recht bitter und kommt natürlich auch im Heilbereich zum Einsatz. Das Berufkraut wirkt stark harntreibend und kann so einige Symptome bei Erkältungen und grippalen Infekten lindern. Aber warum zeige ich euch diese invasive Pflanze? Na, damit ihr eben nicht davor steht und denkt, es ist ein Riesengänseblümchen, sondern nun wisst, dass es sich um das einjährige Berufkraut handelt oder auch Feinstrahl genannt.